Herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute geht es um Freifunk. CT-Uplink. Und zum Thema Freifunk habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal Adrian Möcker aus dem Hardware-Ressort. Und Giovanni Carboni aus dem Ressort Betriebssysteme. Ja, schön, dass ihr da seid. Freifunk ist auch Thema in der aktuellen CT Nummer 17 2019. Was ist Freifunk eigentlich? Ja, Freifunk ist eine Initiative, die allen Zugang zum Internet gewährleisten möchte, aber halt auch eine Vernetzung bieten möchte, sozusagen, dass man sich im Netzwerk zusammen miteinander verbindet und darüber halt auch Zugang für alle zu Wissen, Informationen ohne Reglementierung, ohne Filter schafft. Ja. Klingt nach einem hehren Ziel. Ist es auch. Ja, wie kann ich denn bei Freifunk mitmachen? Ja, Freifunk ist eigentlich ganz handelsübliches WLAN. Das heißt, ich suche mir einen passenden Router aus, der muss ein bisschen spezieller sein, da muss eine bestimmte Software drauflaufen, die die Freifunker selber gebaut haben, zum Beispiel so ein Gerät hier von TP-Link, da installiere ich die dann drauf, dann schließe ich das an meinen heimischen DSL-Router an und dann bin ich Freifunker grundsätzlich erstmal. Darf ich das auch ein bisschen untechnischer erklären? Also das kannst du gerne machen. Ja, man kann natürlich auch einfach gucken, wo ist eine Freifunk-Initiative bei mir in der Nähe, ja? Mhm. So, auch als jemand, der nicht mal mit dem Begriff Router was anfangen könnte, sagen, ich finde das irgendwie toll, freien Zugang zum Internet oder auch gemeinsames Netzwerk zu schaffen, miteinander was machen. Und man geht dann, guckt, wo ist eine Freifunkgruppe in der Nähe, wann haben die ihr Treffen, geht dahin, trifft Menschen und hält sich mit denen, die helfen einem auch und die helfen dann auch, welcher der Router genau, der passende ist und so. Und die, wie man da halt diese Software drauf bekommt, wo man einen aufstellen könnte, ja, und kann man sich sozusagen da engagieren in so einer Gruppe, die technikbegeistert ist und gleichzeitig auch was Soziales machen möchte. Also muss man nicht gleich der Netzwerkexperte vom Herrn sein. Nein, überhaupt nicht. Also gerade die Freifunker bieten halt ganz, wie auch so bei Open-Source-Projekten, so ganz verschiedenen Talenten sozusagen Möglichkeiten. Also man kann auch sagen, ich kann mich dann mit meinem technischen Wissen einbringen oder kann auch technisches Wissen lernen, aber ich kann auch zum Beispiel sagen, ich bin jetzt jemand, der kann gut mit Menschen und ich vermittle, helfe da ein bisschen sozusagen mit meinen Social Skills oder ich mache, keine Ahnung, Flyer, Werbung sozusagen, helfe dabei die Außendarstellung. Also da kann man mit vielen Fähigkeiten dahin kommen und lernen, sich ausprobieren und mithelfen. Ja. Okay, und was kostet Freifunk so? Muss ich da irgendwas für bezahlen? Ich meine, es gibt ja so kommerzielle Hotspot-Anbieter für Unternehmen. Was muss ich da irgendwie investieren bei Freifunk? Also du musst natürlich erstmal den Router kaufen. Je nachdem, welches Modell man da so nimmt, ist man da so bei 40 bis 70 Euro jetzt hier bei den Fritzboxen zum Beispiel. Die sind dann bisschen leistungsstärker. Grundsätzlich ist das Ganze dann natürlich für dich erstmal kostenlos, aber den Verein oder die unorganisierte Gemeinschaft, die dahinter steht, kostet die Sache natürlich etwas. Also bei Freifunk wird ja um Rechtssicherheit herzustellen, der ganze Datenverkehr über Server geleitet. Also du bist am Ende nicht verantwortlich, aber die Server kosten Geld. Mhm. Und da hat man so ungefähre Größen von 5 bis 20 Euro im Jahr, die so ein verbundener Router kostet, den Verein oder die Gemeinschaft. Und wenn man kann, sollte man die natürlich spenden. Dann, ne? Das unterstützt die Organisation dann am Ende auch. Aber grundsätzlich, abgesehen von den Routerkosten, entstehen erstmal keine Gebühren oder sowas. Also Freifunk ist eigentlich auch kostenlos, ne? Also es, zumindest sozusagen für mich als Einzelperson kann das kostenlos sein. Also es kann auch sein, dass die Freifunk-Initiative Router gespendet bekommen hat, die lokale. Und man dann sagt, ich habe zum Beispiel das Geld nicht, aber ich möchte in meinem Studierendenwohnheim zum Beispiel einen Router aufsetzen oder es gab ja auch viele Flüchtlingsunterkünfte, wo Freifunker sozusagen unterstützt haben, dort Netz hinzubringen. Und dann kann man sogar diese Routerkosten sparen. Und ich kann, wenn ich mich jetzt als Mensch mit einem Endgerät sozusagen da einbuchen will in das Freifunknetzwerk, das kostet auch nichts. Ne? Also so, es entstehen natürlich Kosten, weil es gibt halt in dieser Welt nichts kostenlos, aber die werden freiwillig getragen durch Spenden, durch Vereinsbeiträge, durch Router, Hardware-Spenden. Genau, aber da kann man dann mit dem Beitrag, mit dem man sich engagieren möchte, kann man sich engagieren. Aber an sich ist Geld glücklicherweise bei Freifunk keine Zugangsvoraussetzung.
Und wie funktioniert das technisch? Stecken mir einen Router an meinen DSL-Anschluss und dann habe ich ein offenes WLAN, das an meinem Heimnetz hängt. Ja, genau. Im Prinzip ist das erstmal so, es sieht nach außen danach aus, aber die Software, die darauf läuft, die ist natürlich abgeschottet. Also so ein Freifunkrouter kommuniziert immer über einen VPN-Tunnel. Das heißt, das Erste, was passiert ist, wenn ich das Gerät anstecke, es wird ein VPN hergestellt. Obwohl ich das immer gerade noch mal ein bisschen berichtigen muss, es gibt sehr, sehr viele Freifunkvereine, Gemeinschaften, die das unterschiedlich handhaben, aber die meisten benutzen laut unseren Recherchen irgendeine Form des VPN-Tunnels und das ist das Erste, was passiert, es verbindet sich hin und es kann auch tatsächlich nur über diesen Tunnel dann kommuniziert werden. Ja, das heißt, niemand kann die Daten mitkriegen, die in meinem WLAN, in meinem privaten und in meinem Heimnetz rumdüsen. Zumindest nicht über den Freifunkrouter. Okay. Ne? Also mein Internet, das ist ja immer das, was die Leute interessiert, so, ja, ich finde es ja nett, was zu machen, aber biete ich da irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, denen ich nicht vertraue, Zugang zu meinem Netzwerk? Und da versuchen halt die Freifunkinitiativen mit ihrer Software und mit ihrer Router-Konfiguration dafür zu sorgen, dass sozusagen das abgekapselt ist von meinem Netzwerk. Ja, das heißt, das ist ein Gastnetzwerk, aus dem kommen sie also gar nicht in mein eigenes lokales Netzwerk mit meiner NAS-Speicher oder mein Laptop oder welche Geräte ich da habe, sondern das ist daran vorbei. Und das Schöne ist halt auch, dass es eigentlich automatisch passiert. Ne? Also dass man richtet einmal diesen Router halt ein mit einem wirklich einfachen grafischen Oberfläche meistens, mit so wie so ein Webformular mit ein paar Fragen. Die meisten sind sogar optional und das kann man auch zusammen in diesen Freifunkverein bei den Treffen machen. Passiert alles automatisch, also all diese Sachen, VPN und sowas, das passiert dann automatisch. Das klingt ja recht sicher und einfach. Ja. Ich will da auch noch eine andere Möglichkeit nennen, und zwar es gibt auch die Möglichkeit, dass ich so einen Freifunkrouter aufstelle, ohne dass der eine Verbindung hat zu meinem DSL-Anschluss. Mhm. Ne? Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel Adrian jetzt einen Freifunkrouter hat und ich wohne und der hat den am Internet angeschlossen und ich wohne gegenüber und bin in der Reichweite von seinem Freifunkrouter, da kann ich dann meinen Router dahinstellen und der sieht dann, ah, da ist ein anderer Freifunkrouter und die verbinden sich miteinander und dann ist aber an meinem Router in dessen Reichweite auch dann das Internet. Dann wird sozusagen das Internet von Adrians Router auf meinen Adrians Router auf meinen Router weitergeleitet. Und wenn du dann noch einen Block weiter wohnst, auch in meiner Reichweite bist, dann wird es dann auch noch zu dir weitergetragen. Das ist halt dieses Kommt da am Ende noch was an? Ja, da kommt also noch was an. Und das ist halt, das wird ja dann sozusagen über die Station sozusagen auch verstärkt. Genau, das ist nämlich das sogenannte Meshing, wovon Kevan gerade spricht. Das ist so der Grundgedanke von Freifunk, als das 2003, zwar noch nicht unter dem Namen, aber das grundlegende Konzept aufkam, ging es halt erstmal um gemeinschaftliche Vernetzung. So, also wir vernetzen uns über bürgereigene Hardware und versuchen Internet dorthin zu kriegen, wo wir es vielleicht noch nicht hinkriegen, so wie das halt damals war. Ne? Und das machen Freifunkrouter noch immer. Also ich kann, wie Kevan schon sagte, die Router einfach aufstellen, die verbinden sich völlig automatisch miteinander, tauschen Routing-Informationen aus und wissen dann, wie komme ich zu einem Punkt hin, ohne nach Möglichkeit ohne eine Internetverbindung, eine kommerzielle Internetverbindung zu benutzen. Und auf diese Weise kann ich, wenn ich mehrere von diesen Routern aufstellen, klar, irgendwann wird es dann im WLAN-Netz ein bisschen eng, da muss ich dann Kabelverbindungen setzen, aber wenn ich viele davon aufstelle, kann ich mir ein großes Netzwerk bauen und in diesem Netzwerk dann ohne irgendeine Internetverbindung auch direkt kommunizieren. Okay. Es ist in Deutschland ja relativ selten, dass man irgendwie offenes, kostenloses WLAN findet. Was Hauptgrund dafür ist ja die Störerhaftung. Das war ja lange Jahre ein großes Politikum. Wie sieht es damit aus, wenn ich irgendwie einen Freifunkrouter hinstelle, bin ich dann da irgendwie haftbar? Also wir haben ja in einem Heft ja auch in dieser Freifunkreihe auch einen Artikel und der hat diesen schönen Namen Haftungsentspannt. Ja, also, es ist entspannter geworden. Ich habe da auch mit unseren Hausjuristen vorher nochmal vor der Sendung gesprochen. Also die Sache ist, diese Störerhaftung in Bezug auf WLAN, in Bezug auf freie Netze sozusagen, die ist so nicht mehr gegeben. Was bedeutete diese Störerhaftung? Du bist in meinem WLAN, in meinem Gast-WLAN jetzt, unabhängig von Freifunk lädst irgendein Song hoch oder irgendein Film, ja, und dann kommt halt, kriege ich eine Abmahnung, dass was gemacht wurde, ne, so. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Man kann mich jetzt nicht mehr dafür abmahnen, dass du Mist gebaut hast, aber ich bin trotzdem dafür verantwortlich, ja. Mhm.
In dem Sinne, ja, dass wenn ich darauf hingewiesen werde, dass da was passiert, ich geeignete Maßnahmen einleiten muss. Das muss man dann halt gucken, was ist verhältnismäßig, was macht im Kontext Sinn. Ne? So, also zum Beispiel, dass ich dann doch ein Passwort vor das WLAN setze oder dass ich irgendwelche Maßnahmen dazu ergreife, dass halt diese Urheberrechtsverletzung nicht mehr passiert. Ne? Und genau in diesem Kontext geht es. Ne? Aber das, was halt immer vorher lukrativ war für diese Kanzleien, die auch bei manchen Leuten ein bisschen angestoßen haben, so dieses Geschäftsmodell, also reihenweise Briefe, mit denen man sehr schnell Geld verdienen kann, das ist nicht mehr möglich, weil ich sozusagen, das lohnt sich dann halt auch für die nicht mehr, wenn ich dann da aufgefordert werde, eine Sperre einzurichten, weil das kann dieser Brief, mich darauf hinzuweisen, der kann nicht mehr mit Kosten verbunden werden. Also ist das halt auch für diese spezielle Art von, mir geht es vielleicht auch gar nicht primär um diese Urheberrechtsverletzung, sondern mir geht es darum, da, ne, es gibt ja diesen Vorwurf, dafür wäre das dann halt nicht mehr attraktiv. Ne? Es kam mir aber auch gleich die Frage, zum Beispiel im Forum ja, zu, wie sieht das denn aus, das ist ja Zivilrecht, ne? Wie sieht es im Strafrecht aus? Und da ist es halt so, da gibt es quasi dieses Konstrukt, wenn ich das jetzt als Nicht-Jurist so richtig verstanden habe, gibt es diese Störerhaftung halt gar nicht. Ja? Okay. Oder nicht in der Form. Ne? Also es muss mir dann sozusagen erstmal etwas, also meine Beteiligung sozusagen nachgewiesen werden, ne? Dass ich dafür auch verantwortlich bin. Das ist ja unser Rechtsprinzip, ja, dass man, dass einem die Schuld nachgewiesen werden muss. Das kann aber in der Praxis bedeuten, dass wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erstmal meine IP hat, natürlich erstmal bei mir anklopft. Mhm. Ja? Und erstmal bei mir ermittelt und dann ich sozusagen erstmal sozusagen nachweisen, also nicht nachweisen muss, aber sozusagen ich davon betroffen bin, bis sozusagen festgestellt wird, dass ich ja nicht dafür verantwortlich bin. Das, genau, aber das ist halt, das ist jetzt so ganz allgemein, das hat mit Freifunk nichts zu tun, weil bei Freifunk zumindest, also wir haben das zwar immer wieder gehört, aber die meisten machen das halt so, dass es, dass sozusagen meine IP von meinem Internetanbieter, die IP, die ich bekomme, die mir zugewiesen ist und die mit meinem Namen verknüpft wird, diese IP ist, taucht gar nicht sozusagen auf, sondern wenn du meinen Freifunk benutzt, dann und gehst auf eine Seite, dann landet dort die IP vom Freifunkverein. Mhm. Also es soll welche geben, die machen das ohne VPN. Bei denen, die wir, mit denen wir gesprochen haben, mit denen wir recherchiert haben, die haben das, die machen das alle über dieses VPN. Mhm. Oder dass zumindest der Netzwerkverkehr darüber geleitet wird, über IPv6 und dann halt vielleicht halt eben ohne VPN, aber trotzdem die Route dorthin geht. Und deswegen in der Praxis, also völlig ohne rechtliche Belange, also in der Praxis sozusagen die IP von mir mit meinem Namen verknüpfte IP nie dort landet. Ja? Und deswegen klopft auch die Polizei da nicht an meiner Tür. Aber die klopfen dann beim Freifunkverein an. Die klopfen dann beim Freifunkverein. Und alle Freifunkvereine sagen auch, ja, wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen im Zweifelsfall. Ja, ist ja natürlich auch vernünftig. Ich habe mit einer Anwältin aus dem Freifunkumfeld gesprochen, Bertha Hubrich, die sagte, ja, wenn ich zum Beispiel in einer WG bin, mein Auto verleihe und da passiert Schindluder, da arbeite ich ja auch mit zusammen. Und deswegen sagt sie halt im Freifunk-Kontext, sagt sie halt auch immer, das sollte man nicht da entkoppelt, sondern man sollte damit so umgehen, wie man mit anderen Sachen auch macht, die man verleiht oder zur Verfügung stellt. Und die Freifunkvereine, die arbeiten da eigentlich zusammen. Wenn die Polizei, also zum Beispiel, wir haben jetzt hier in Hannover mit den Freifunkern gesprochen, sagten, ne, also wenn die Polizei kommt, dann sagen die, ja, was können wir machen? Meistens in der Praxis ist es halt so, dass es die Polizei oder die Staatsanwaltschaft auch weiß, dass wenn die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemand, der jetzt da mal in dem Freifunk vielleicht war, der nochmal da vorbeikommt, vielleicht gering ist und so, aber im Prinzip stellen sie erstmal das zur Verfügung. Aber die Freifunker, die loggen ja in der Regel nicht und die Software sieht das auch nicht vor. Also ist da halt auch sozusagen, die Werkzeuge sind auch gar nicht da, die vielleicht für Vorratsdatenspeicherung, sage ich jetzt mal, die sind gar nicht da, die man nutzen könnte. Ja, also man müsste schon, technisch gesehen, müsste man schon denjenigen direkt erwischen, also während er etwas tut, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also viele Freifunker benutzen Layer-2-Netze, also Layer-2-Routing im Prinzip. Das heißt, wir haben beispielsweise einen kompletten Stadtteil und alle Freifunkrouter, die in diesem Stadtteil sind, sind dann ein Layer-2-Netz. So, und das heißt, also ich kriege in der Regel
nicht raus im Nachhinein, woher kam der Verkehr eigentlich. Also alleine zu einem Router zu kommen, ist in vielen Freifunknetzen so schwierig, dass man denjenigen wirklich, während er etwas tut, anhand seiner IP-Adresse identifizieren muss, dann die MAC-Adresse für das Gerät herausbekommen muss, um dann herauszukriegen, an diesem Router hängt er. Also im Prinzip direkt während der Tat. Das kann in einigen Freifunknetzen anders sein, wo zum Beispiel Layer-3-Routing, also wo jeder Router ein eigenes IP-Netz hat, kann das dann anders sein. Na, aber in der Regel ist es dann einfach extrem schwierig, so, also im Nachhinein. Okay, also wenn ich vorhabe, Filme runterzuladen, stelle ich mir einen Freifunkrouter hin. Das würde ich nicht machen. Also das sind erstmal ist das sehr unsozial gegenüber der Freifunkgemeinschaft, ja, weil ja André hat ja gesagt, damit sind ja Kosten verbunden. Es ist zwar kostenlos für mich als Nutzer und Nutzerin, aber da trotzdem entstehen ja Kosten, Servermiete, Datenverkehr und sowas. Und das belastet natürlich dieses Netz. Und das haben ja auch Leserinnen und Leser ja auch gesagt, dass manchmal Freifunk auch von der Performance nicht so optimal ist. Es geht halt da vielleicht auch um so eine Grundversorgung und um das Prinzip. Manchmal kann es sein, dass viele Leute in so einem Freifunk-Knoten hängen und so und das dann nicht das Schnellste ist. Und wenn ich dann noch einen Film runterlade, dann ist dieser Knoten ja noch zusätzlich belastet. Und jetzt mal Hand aufs Herz, also heute mit dem Streaming und so, da brauchen wir auch so Sachen nicht mehr, oder? Ja, also ich denke nur noch sehr eingeschränkt. Also, brauchen wir File-Sharing? Achso. Ja, also ich meine, es gibt ja auch noch andere breitbandintensive Dienste, gerade Streaming zum Beispiel. Selbst wenn es nur Netflix ist, genau, das braucht ja auch relativ viel Bandbreite. Genau. Ist denn Freifunk notorisch langsamer als andere Netze? Also, oder als mein eigenes WLAN? Dadurch, dass bei vielen Freifunk-Communities ein VPN aufsitzt, was dieses Tunneling eben macht, das Verschlüsselung verwendet, bin ich natürlich ein bisschen langsamer unterwegs. Was ich jetzt im Endeffekt für eine Bandbreite habe, hängt zum Beispiel ab davon, was ich für einen Router habe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eins dieser Top-Geräte habe, die Fritzbox 4040 ist, glaube ich, aktuell das Top-Gerät. Das schafft so um die 30 Megabit mit AES-256 Verschlüsselung. Der hier liegt, glaube ich, bei um die 20 Megabit oder so in dem Dreh. Also ich kriege da schon was drüber, was ich denke mal, über Grundversorgung stellen würde. Ne? Gerade jetzt für kostenlos angebotene Grundversorgung. Aber ich denke, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Also da werden in Zukunft VPN-Protokolle wie WireGuard reinkommen und dann reden wir über Geschwindigkeiten, die dann ungefähr der Anschlussgeschwindigkeit entsprechen, wenn ich jetzt so einen aktuellen Router habe. Ja. Also man muss dazu halt auch sagen, also wenn wir nochmal auf den Grundgedanken von Freifunk zurückgehen, das war ja dieses Meshing, ja. Mhm. Und das fing an, ich bringe die Buchstabenfolge immer durcheinander, OSLR oder OLSR? OSLR. OSLR, ja, das ist dieses Protokoll gewesen, was dafür gesorgt hat, dass sich die sozusagen untereinander finden und es gibt nicht sozusagen den Router, der sagt, da müssen die Datenpakete lang, sondern die handeln das auseinander. Also der Router weiß, dass er den und den erreicht und dass er darüber dann den da erreicht und sowas und dann finden die Pakete ihre Wege und wenn ich den Router jetzt hier wegnehme, dann geht es dann halt nicht hier rum, sondern darum. Dieses ganze automatisch sich so zurechtfinden der Datenpakete. Das ist ja auch das Spannende, also sozusagen nicht mehr diesen hierarchischen Ansatz zu haben, sondern halt da so, ne, das ist was Egalitäres. Es ist nicht nur sozusagen vom Projekt her und wie die Leute miteinander agieren, die Menschen sozusagen, sondern auch diese Technik ist halt auch so ausgesetzt. Und das ist halt natürlich, die ersten Ansätze waren auch, also ich habe ja mit mehreren FreifunkerInnen gesprochen, aus den Anfangstagen, da die Elektra zum Beispiel, die hat mir erzählt, dass am Anfang das einfach zusammengebrochen ist, das Netz. Ne? Mhm. So, dass das dann sozusagen hinzukriegen, dass das alles so automatisch funktioniert und diese Pakete ihre Routen finden, das ist halt eben nicht so einfach. Und das geht dann halt auch auf die Performance, weil ich habe dann natürlich was anderes. Ich sage halt, okay, Performance ist ein Kriterium, das andere ist diese autonome, sage ich jetzt mal, sich so zu finden, dieses flexible. Und dann haben die ja, also die Elektra hat ja mit anderen zusammen ja dieses Batman-Protokoll entwickelt, also wie diese Superheldenfigur, aber mit Punkten dazwischen, Batman. Und da kennt sich andere sicherlich nochmal ein bisschen besser mit aus, aber das kommt dann halt auch teilweise so an seine Grenzen. Und
was die Freifunker sind, aber glaube ich gerade auch daran, ein neues Protokoll zu entwickeln, was sozusagen diese Fähigkeiten hat, aber halt auch eben performanter ist. Aber das ist halt, am meisten wird derzeit noch der Nachfolger von diesem Batman Advance verwendet. Advanced. Ne? So, also, und wenn da halt zum Beispiel viele Router sozusagen sind, die sich vielleicht mit einem Server dann sozusagen verbinden, dann kann das zum Beispiel ein bisschen langsam sein und genau deswegen. Aber an sich für so normale, so ich recherchiere was im Internet, ich mache E-Mails oder so oder selbst halt für einen WhatsApp-Call oder Signal-Call, auch mit Video, geht das halt auch in der Regel. Ne? Wie ist denn das? Ich meine, die WLANs von Freifunk sind alle unverschlüsselt. Sollte ich mir da dann nochmal ein VPN einrichten, damit ich da nicht irgendwie meine Daten übers Netz durch die Luft puste? Ja, also ich finde die Frage immer schwierig zu beantworten. Also die Frage, also man muss sich immer fragen, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand in der Nachbarschaft so ein Freifunknetz abhört, dafür, dass da irgendwie ne, alle paar Tage mal jemand drin ist und vielleicht irgendwie 5 Minuten lang im Netz surft. So, ne? Also wofür will ich das dann machen? Ich glaube, eher wahrscheinlich ist es, wenn ich das an einem großen Platz habe, dass jemand vielleicht auch ein falsches Freifunk aufsetzt und ich mich dann damit einfach verbinde, wie das Handys halt so machen, wenn die SSID eingespeichert ist, verbindet es sich. Ja, da würde ich vielleicht eher vorsichtig sein, aber sonst, ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also alle Seiten, also selbst irgendwie diese kostenlosen Webmailer, die früher unverschlüsselte HTTP-Seiten hatten, ne, wo man sich ja auch gefragt hat, ne, so, das kann doch nicht sein, wie war das mit dem Briefgeheimnis. Also mittlerweile sind ja fast alle Seiten, also selbst wenn irgendwie Heise-Aufruf oder Spiegel oder was weiß ich, da ist alles HTTPS verschlüsselt. Trotzdem, wir hatten ja auch ein paar Ausgaben vorher, hatten wir mal sicher im Netz unterwegs sein. Das gilt grundsätzlich, also dieses, ob da jetzt ob das jetzt WPA verschlüsselt wäre oder nicht, ne? So, das bietet mir nicht Sicherheit. Das bedeutet halt nur, dass während ich sozusagen diese Verbindung mit diesem Router habe, nicht von jemandem Drittes abgehört werden kann. Aber das bietet mir, also da muss man genau gucken, was bietet es mir für einen Zusatz an Sicherheit? Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, ob ich jetzt im Hotel-WLAN bin oder im Freifunk oder in einem anderen Gast-WLAN mit oder ohne Verschlüsselung, immer auf jeden Fall HTTPS verwenden und vielleicht auch nochmal genauer hingucken, was die, ob da Zertifikatfehler sind oder sowas. Ja. Und das Zweite ist, ich würde da tatsächlich sogar dazu raten, VPN zu verwenden, wenn ich in einem mir nicht bekannten WLAN bin, ob das Freifunk ist oder was anderes ist. Ich kann aber natürlich auch überlegen, was mache ich in einem Freifunk? Ne? So, wenn ich jetzt da sage, ich gehe jetzt kurz mal in so ein Freifunknetz und gucke, wo die nächste Eisdiele um die Ecke ist, dann was ist denn da das Risiko? Ja, dass mir irgendwie eine Eisdiele irgendwelche gefälschten Rezensionen unterjubelt, um mich von der Konkurrenz abzulehnen oder so. Ne? Ich würde da vielleicht nicht Online-Banking drüber machen. Was auch noch sehr zu beachten ist, dass Freifunker ja niemals in irgendeiner Form irgendeine Anmeldung davor schalten. Das heißt, wenn ich mich irgendwie, wenn ich sehe, ich bin in einem Freifunknetz verbunden und ich plötzlich irgendwie ein Captive-Portal, was mich dazu auffordert, installiere doch mal eben das Zertifikat, ne, wie da halt der typische Otto in den Artikeln, ne, dann müssen bei mir alle Alarmglocken angehen, weil das machen Freifunker nicht. So, das, ne, also in dem Moment, wo Zertifikate ungültig sind, wo ich zu irgendwelchen Dingen aufgefordert werde, wo nicht die Seiten kommen, die ich aufrufe, dann kann ich mir sagen, okay, hier ist irgendwas faul. Ne, also. Wenn ich irgendwie ein Unternehmen oder zum Beispiel die Eisdiele habe, also Eisdielenbesitzer bin und bereits irgendwie noch WLAN-Hotspot habe, der jetzt von so einem kommerziellen Anbieter ist, und habe ich da irgendwelche Vorteile von im Gegensatz zu Freifunk? Ja, wenn du, also das kostet ja, glaube ich, im Schnitt so 20-30 Euro sowas zu unterhalten. Und das kann für ein kleines Unternehmen schon recht viel sein an laufenden Kosten. Das kann ich natürlich einfach ändern, indem ich einen Freifunkrouter aufstelle und dann irgendwie 20 Euro pro Jahr spende an den Verein. Was mir allerdings klar sein muss, ist, und ich würde das für eine Eisdiele aber nicht als kritisch einschätzen, ist, dass das kein 24-Stunden-Service ist, wo der Router dann sofort gefixt wird, wenn irgendwas nicht stimmt, sondern ich muss mich selber darum kümmern, gegebenenfalls, oder ich finde einen netten Freifunker, der sagt, klar, das mache ich dir, tolle Eisdiele oder so. Aber wir reden hier nicht darüber, dass die Vereine
sich sofort darum kümmern, wenn irgendwas nicht stimmt, sondern das ist halt WLAN, das ist ein zusätzlicher Service. Und wenn der halt nicht geht, dann geht er mal halt nicht für ein, zwei Tage oder so. Das muss einem dann halt klar sein. Also mir sagten auch Freifunker bei der Reportage so, Freifunk ist keine Dienstleistung. Das ist eine Gemeinschaft, wir machen das freiwillig, wir machen das, weil wir Spaß dran haben, wir finden die Idee dahinter wichtig, ja. So, und wir machen das auch gerne. Und einer sagte mir zum Beispiel auch, er macht da gar keine Werbung mehr dafür. Er geht nicht irgendwo bei Gaststätten oder Eisdielen oder so betteln, ob da ein Freifunkrouter aufgestellt werden kann. Weil die hätten halt gesehen, halt auch, dass diese Freifunkrouter nicht so langlebig sein. Ein Drittel von denen verschwindet dann einfach. Ne? Mhm. Die haben dann keine Verbindung mehr, der Router verschwindet. Weil dann vielleicht jemand kommt und sagt, ach, jetzt stört er mich, ich brauche die Steckdose, zieht den ab, packt den Router in eine Kiste. Ne? So. Mhm. Also das ist halt, wenn ich natürlich jetzt ein Gewerbe habe oder einen Verein habe, also jetzt, was weiß ich, Fußballverein oder so, oder ich habe ein kleines Gewerbe und ich finde das halt gut und ich möchte diese Gemeinschaft unterstützen, dann kann ich das nehmen und dann habe ich auch was, zum Beispiel für meine Kunden, ja, die dann auch relativ unkompliziert sich sozusagen verbinden können. Ich war jetzt ja im Urlaub, war ich in einem Hotel, da hatte ich dann diese Anmeldeseite, ging nur mit einem Gerät, diesen Code musste ich dann eingeben, dann ging das nicht. Irgendwann hat mir die Rezeption irgendwie den WLAN-Code von dem Mitarbeiter-WLAN verraten. Ne? So, ja. Das heißt, das als Benefit, als Gewerbetreiber habe ich da vielleicht auch was, dass ich halt weniger mich darum kümmern muss, sagen, nicht irgendwelche Codes oder es gibt so ein Restaurant in Köln, was ich total mag und die haben ganz schlechtes WLAN, weil wahrscheinlich der Router zu lange die IPs für die Geräte vorrätig hält. Das heißt, du kriegst die ganze Zeit als Kunde keine IP. Ne? Ja, okay. So, ja? Das heißt, all diese nervigen Support-Anfragen, die ich als Gewerbetreibender bekomme in Bezug auf mein freies WLAN, fallen dann vielleicht auch weg durch Freifunk, weil es halt wirklich deutlich unkomplizierter ist. Mhm. Ja? Aber ich sollte dann halt auch mich in irgendeiner Form in diese Gemeinschaft, die es ist, ne? Indem ich halt zum Beispiel mich entsprechend damit auseinandersetze, was das bedeutet. Und das kann halt vielleicht auch nur eine halbe Stunde dauern, ne? So, dass ich vielleicht halt eben diese Spende mache, ja, anstatt der monatlichen Gebühren, dass ich diese Spende mache und sage halt und dadurch halt eben vielleicht auch diese Idee fördere und vielleicht dann dadurch, dass mehrere Läden in der Fußgängerzone das unterstützen, ich dieses Netz habe oder wo halt vielleicht auch ein Geschäft, das gar keinen Internetanschluss hat, weil es ein ganz kleines Café ist, dann auch einen Router aufstellen kann und auch den Kunden was anbieten kann. Ne? Wo ich das eigentlich immer schade finde, wenn man sagt, dass Freifunker keine Werbung für sich machen, weil ich glaube, Freifunk ist einfach auch als Netz an sich wesentlich sozial verträglicher, weil in der Gaststätte, wo tagsüber dann meine Kunden surfen bis abends oder so, da liegt der Anschluss dann ja danach praktisch brach, so in der Nacht. Und wenn da jemand jetzt in der Nähe wohnt, der vielleicht einfach keine Möglichkeit hat, sich einen DSL-Anschluss zu buchen, weil er das Geld nicht hat oder aus technischen Gründen, wie auch immer, der stellt sich halt einen Freifunkrouter auf und nutzt dann irgendwie abends, nachts diesen Anschluss mit. Aber wie du schon sagtest, also ich finde die Spende für Gewerbe nicht nur vielleicht, sondern die sollte auf jeden Fall, der sollte man sich verpflichtet fühlen. Ne? Ja, das ist halt fair, wenn man das ja, genau, ja, und das ist ja auch nur ein Bruchteil. Ich würde halt sagen, dieser Anschluss liegt halt, ich glaube, das mit der Werbung war halt so gemeint, also ganz konkret dahin zu gehen, zu sagen, zu jemandem, der sich überhaupt nicht weiß, was das ist, und zu sagen, bitte, bitte kannst du hier den Router aufstellen. Ja, ne? Da habe ich persönlich halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es halt eben schwierig ist zu sagen, hey, ich komme hier gar nicht als Vertreter und will euch irgendwas verkaufen, ne? Sondern das ist halt ein Projekt, sozusagen Nachbarschaftspflege oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber natürlich für diese Initiative, für Projektwerbung zu machen, ich glaube, das stand da auch gar nicht in Frage, sondern und wenn dann, also er sagte dann ja auch, ne, wenn dann die Leute kommen, also die gehen ja auch da zum Beispiel zu irgendwelchen Gemeinderatssitzungen, wenn die eingeladen werden und erklären, was ist Freifunk und so, wenn eine Gemeinde halt da überlegt. Also Bernd und Tobias, ich musste gerade nochmal nachgucken, ne, die erzählten mir das halt hier aus Hannover, die sagten dann, natürlich machen die Werbung für das Projekt, aber dann müssen die Leute den eigenen Antrieb haben, sagen, ich finde das toll und ich möchte, weil ich verstanden habe, was das ist, ich habe verstanden, was Freifunk ist und ich möchte bei mir einen Freifunkrouter aufstellen. Und dann helfen die gerne und dann sehen sie halt auch, dass diese Router auch sehr lange im Netz sind. Ne? Das klingt schön. Um nochmal auf so Vereine
zurückzukommen, wenn ich jetzt irgendwie eine größere Fläche bespielen will oder eine größere Menge von Usern habe für so ein Freifunknetz, angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kleingartenverein oder sowas, funktioniert das mit Freifunk oder sollte ich da lieber auf andere Methoden umsteigen? Ja, also das funktioniert schon mit Freifunk. Man muss sich da vorher allerdings ein paar Gedanken drum machen. Man kann natürlich jetzt anfangen, Router zu verteilen, aber irgendwann wird es dann halt auch eng. Die arbeiten ja alle auf einem Kanal. Also dieses Meshing funktioniert wie, also der klassische Repeater ist ja auch auf dem gleichen Kanal wie der Router. Dadurch reduziert sich natürlich die Bandbreite, weil sie beide die gleiche Frequenz belegen. Ne? Und so ist es bei Mesh auch. Die verbinden sich untereinander, senden aber immer auf dem gleichen Kanal. Und wenn ich genug Router davon irgendwo hinstelle, ist der Kanal voll. Und dann kann ich halt nicht mehr senden. Bei Meshing kommt ja auch noch Management-Traffic dazu, also Router, die sich gegenseitig sagen, hallo, ich bin noch da und ich kann dich übrigens direkt erreichen oder über den und den, solche Sachen halt. Und ja, da muss ich dann, wenn es größer wird, entsprechend planen, dass ich zum Beispiel Richtfunkstrecken habe. Also ich stecke dann zusätzliche Geräte hier über die Netzwerkports des Routers einfach an und aktiviere das sogenannte Mesh on LAN. Und dann kann ich auch handelsübliche Hardware nehmen, um Strecken von A nach B zu bauen. Und dann habe ich isolierte Bereiche, die sich dann ähnlich verhalten wie ein Kabel, nur halt auch trotzdem über Funk sind, die außerhalb meiner Mesh-Kanäle sind. Und darüber kriege ich dann natürlich wesentlich mehr Bandbreite drüber. Und dann kann ich das Netz so ein bisschen kanalmäßig segmentieren, je nachdem, welche Abstände die Router halt haben, na, ob sie sich jetzt gegenseitig noch hören oder nicht, und kann darüber mir ein recht schnelles Netz aufbauen. Und das funktioniert dann genauso. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, da helfen aber die Vereine und Gemeinschaften auch sehr gerne, wenn man da ein großes Projekt vorhat. Also die meisten, die ich zumindest kenne, sind da extrem offen für, und dann ja, kann es losgehen. Okay. Also da kann man ja auch, da gibt es ja auch noch andere Lösungen, also dass man zum Beispiel sagt, ich mache Richtfunk, ne, so, also was weiß ich, da ist jemand, der wohnt in Nachbarschaft von der Kleingartenkolonie, ja, und macht dann von sich aus Richtfunkstrecke oder mehrere halt da in die Kolonie rein, genau. Und dann wird es von dort aus verteilt oder was weiß ich, vom Vereinsheim wird das dann sozusagen per Richtfunk vielleicht in entferntere Parzellen verteilt, dort wieder über die klassischen Router weiterverteilt. Aber wie Andrian halt schon sagt, das ist, da kann man halt sich auch an die Freifunkvereine wenden. Da gibt es manchmal auch so regionalere, also hier zum Beispiel FNorden hier bei uns in Niedersachsen oder Freifunk Rheinland oder in Berlin, die auch das der Verein Freie Netze e.V. sozusagen Verein, der sich da auch sehr für Freifunk einsetzt, so aus sozusagen auch von den Leuten, die teilweise als erstes Freifunk gemacht haben, so an die kann man sich wenden, wenn man diese Fragen hat zu technischen, aber auch sozialen, wie ziehe ich das auf, wie ich will vielleicht einen Freifunkverein bei mir in der Ortschaft gründen, ne, so wie mache ich das, ne, oder man kann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt in der Gemeinde, die ist in der Nähe von einer Stadt, die schon Freifunk hat, dann macht man halt erstmal dort quasi als Ortsgruppe, ohne da irgendwie jetzt so einen Verein gründen zu müssen oder so und ohne eigene Server haben zu müssen. Also zum Beispiel Philipp vom Freifunk Rheinland hat auch gesagt, dass die zum Beispiel ihre Infrastruktur, die haben sich ja als Provider angemeldet, ne? So, die haben bei dem Bundesnetzagentur und haben dann richtig beim DCX, da bei dem Internetknoten in Düsseldorf und Frankfurt, glaube ich auch, haben die ja wirklich Server stehen, die sind bei der RIPE angemeldet, richtig wie so ein richtiger Provider, ja. Okay. Und die bieten dann halt ihre Dienste quasi auch kleineren Initiativen an und auch je nach sozusagen, wie sie sich daran beteiligen können, ne? Also wieder auch ohne Zugangsschwelle, ne? So, also da kann man sich an die erfahrenen Freifunker wenden und sagen, hey, ich möchte da mitmachen, und die sind in der Regel, wenn sie nicht gerade überfordert sind oder mit ihrem Job oder Studium oder so gerade beschäftigt sind, aber in der Regel sind sie sehr hilfsbereit und unterstützen und freuen sich natürlich auch. Ne? Das klingt nach einem ziemlichen Spektrum von Aktivität, die man in Freifunkvereinen an den Tag legen kann. Ja, ja. Aber grundsätzlich ist es erstmal kein Hexenwerk, sondern also die Konfigurationsseite, über die wir ja schon sprachen, womit man dann anfängt, die ist natürlich klickibunti, da drückt man sich einfach durch, gibt dann den schicken Namen ein und schickt dann vielleicht noch den VPN-Key per Mail an den Verein, und dann kann es losgehen. Mhm. So Sachen wie Richtfunkstrecken, das sind Sachen, die auch klickibunti gemanagt werden, also da gibt es schicke Web-Interfaces und was was weiß ich nicht noch was, also kein Programmieren lernen oder übelster Netzwerkexperte werden muss, also muss man dafür nicht. Man muss ein kleines bisschen was lernen, aber ansonsten ist das auch lösbar. Okay.
Okay, also wenn ich mich jetzt für Freifunk entschieden habe und ich überlege mir, ich will einen Router kaufen, was kaufe ich denn jetzt? Eieiei, schwierige Frage. Also wir haben jetzt hier natürlich nur eine kleine Auswahl, gut, plus die beiden Rentner hier, ne, okay. Die beiden. Was hat es mit den Rentnern auf sich? Naja, der fangen wir mal hier an, der links ist der WRT54G. Das war praktisch der erste Freifunkrouter, weil links ist hier gegen die GPL verstoßen hat und dann ist damit Rechtsmitteln gedroht worden und dann haben sie einen Großteil des Source Codes veröffentlicht und daraus ist OpenWRT, also das Basisbetriebssystem von Freifunk, dann geboren worden. Es ist ein freies Betriebssystem für diesen Router. Genau. Ne? So, und man kann da sich sozusagen als Router oder Softwareentwickler sozusagen darauf austoben. Genau, ne? Man kann sich darauf austoben. Die Freifunk haben genau das getan und dann ihre Freifunk-Software da drauf gesetzt. Er war lange Zeit das Aushängeschild für Freifunk, also der Standard-Router, den eigentlich jeder gekauft hat, ist dann mehr oder minder von ihm hier übernommen worden, dem WR841N von TP-Link. Mhm. Sehr günstiges Gerät. 15 Euro. Ja, und was man natürlich dazu sagen muss, in der modernen Zeit, na, das sind alles Single-Band-Geräte, also nur 2,4 Gigahertz, na, damals noch. Ja, genau, 15 bis 20 Euro. Wird jetzt aber langsam auch knapp. Er hat jetzt in Zukunft zu wenig Speicher für Freifunk. Ja, die aktuellen Top-Modelle, so eine kleine Auswahl haben wir hier liegen. Einmal den, gut, der ist aus der Redaktion auch schon ein bisschen älter, der TP-Link Archer C7. Liegt, glaube ich, irgendwie bei 65, 70 Euro. Ja, eine sehr gute WLAN-Leistung. Ne? So kann man halt auch ans Fenster stellen. Versorgt dann auch die ganze Wohnung plus die Straße draußen. Also schon ein ordentliches Gerät. Wenn man sagt, ich versorge den Platz draußen, gibt es hier die Unify Mesh von Ubiquiti. Die kostet 90 Euro, ist dafür wasserdicht. Okay. Kann man auch ganz einfach installieren. Stromversorgung geschieht nämlich hier per Power over Ethernet, also über die Netzwerkleitung. Wenn ich mir dann zum Beispiel ein Flachbandnetzwerkkabel nehme, kann ich das Teil problemlos irgendwie mit dem Kabel mitten draußen ans Fenster legen, brauche nichts durchbohren oder so. Ja, und dann hängt die draußen und versorgt mir meinen Platz. Und das Leistungsflaggschiff, die Fritzbox 4040, schafft nochmal ein bisschen mehr VPN-Durchsatz als der C7, hat nicht so gute WLAN-Leistung. Ne? Also die hier liegt bei auch um die 70 Euro oder so. Also ist ein bisschen schwieriger zu installieren. Das sind so die Modelle. Es gibt auch noch einige günstige. Der Archer C50 zum Beispiel für um die 40 Euro, den haben wir jetzt nicht hier. Um die 30 Euro, den haben wir jetzt nicht hier. Also ja, die Auswahl ist eigentlich ganz gut im Moment. Wenn auch das alles nicht immer ganz optimal ist, weil die Installation ist teilweise schwierig. Also was muss ich denn machen, damit ich überhaupt eine Freifunkfirma da drauf kriege? Ding aufschrauben? Nee, glücklicherweise nicht. Also TP-Link macht es einem immer relativ einfach. Die akzeptieren das Update einfach über das Webinterface. Deswegen ist das halt auch, ne, einer der beliebtesten Hersteller für Freifunk aktuell. Bei den neueren Modellen ist es teilweise etwas schwieriger. Ubiquiti akzeptiert das Update auch im Webinterface. Manchmal wird es dann schwierig. Die Fritzbox zum Beispiel, da ist AVM ja relativ restriktiv. Ne? Normalerweise darfst du ja eigentlich keine andere Firma draufspielen, aber die Freifunker haben es trotzdem geschafft, fleißigen Entwickler. Hier muss man dann per FTP über die Kommandozeile oder halt mit einem Python-Skript was installieren. Das kann für jemanden, der damit keine Erfahrung hat, schwierig sein. Aber wie Kevin bereits erwähnt hat, die Communities sind da normalerweise relativ hilfsbereit und du kommst vorbei mit deiner Fritzbox, schmeißt sie irgendeinem begabten Techniker vor die Nase und dann machen wir Freifunk drauf und hast du da Freifunk drauf. Der hilft dir dann dabei. Genau. Okay. Ja, so, genau. Freundlich fragen sollte man schon. Genau, freundlich fragen sollte man schon, aber in der Regel sind die Leute da sehr hilfsbereit. Ja. Also ich habe bisher nur offene Freifunk-Communities erlebt, also sehr nette Leute immer. Ja. Bei dem hier gibt es noch eine Besonderheit, die hast du ja angeleiert. Genau, die Besonderheit ist, Vincent von Freifunk Hannover ist auch jetzt mittlerweile Autor bei uns, schreibt öfter mal Artikel. Unter anderem auch einen, wie man dieses nette Teil hier aufrüsten kann, weil eigentlich will man das bei neueren Geräten natürlich nicht machen. Ne? Also man möchte sich jetzt keinen frischen kaufen und sagen, ja geil, jetzt rüste ich den mal auf. Aber dadurch, dass das der WR841N das Standardmodell von Freifunk ist, sind davon rund 30.000 laut unseren Recherchen in Deutschland unterwegs.
Eine Menge. Das entspricht ungefähr 21, 22 Tonnen Elektroschrott, wenn man alle aussortiert. Vincent hat das Ganze, die Speicheraufrüstung bei diesem Gerät perfektioniert, sage ich mal. Also er hat eine tolle Methode gefunden. Ich kann jetzt hier mal... Richte nicht die Finger. Nein, nein. ich weiß nicht, ob wir die Detailkamera auf dem Tisch haben, aber ich glaube ja. Ja, genau. Ich stellt ein. Genau. Also schön, wenn wir unseren Videoproducer ich kann ja, ich kann ja schon mal, mal was dazu sagen. Also das Gerät hat 4 Megabyte Flash, also sowas ähnliches wie die, also im Prinzip die Festplatte für den Router und 32 Megabyte RAM. Das hat lange Zeit gereicht. Danke. Mittlerweile, also mittlerweile ist es eng. Also wenn da jetzt mal so 10, 15 Geräte eingebucht sind, kann schon mal sein, dass der Router abschmiert. Aber wie man hier sieht, das sind noch normale Pins. Also hier ist der Speicherchip da, wo mein Zeigefinger gerade ist. Und das hier ist der RAM, das lange Teil. Und die kann man mit ein bisschen Geschick kann man die auslöten. Dann hat man 64 Megabyte RAM und 16 oder 8 Megabyte Flash. Und das reicht dann noch für einige Jahre. Und auf diese Weise kann man dann Elektroschrott vermeiden, was auch sinnvoll ist, denn das Gerät läuft extrem zuverlässig. Also es ist, gibt eigentlich keinen Grund, die wegzuschmeißen. Also es steht und fällt mit dem Speicher. Muss ich da irgendwie großes Löttalent haben, um das hinzukriegen? Solltest schon Erfahrung haben. Es lohnt sich auch nicht, das in irgendeiner Form privat zu machen, außer du hast das Werkzeug schon aus anderen Gründen da. Für eine Freifunk-Community, die vielleicht 200, 300, 400 Stück davon in Betrieb hat, lohnt sich das hingegen sehr, weil die Teile, gut, die kauft man dann natürlich direkt aus China, weil man da Massenware haben will. Was kostet das so, also so einmal so eine Aufrüstung? 1 Euro ungefähr haben wir das ausgerechnet. Ist mir zu viel. 1 Euro pro Router. Nein, das ist ja super. Genau, also wenn man da irgendwie, wir ordern dann meist 50 Stück davon, 50 Stück von den RAMs und 50 Stück von den Speichern und dann sind wir inklusive Endlötlitze, Lötzinn, Fluxmittel und so weiter bei ungefähr 1 Euro Aufrüstung pro Router. Das Ganze funktioniert dann so, dass zumindest bei Freifunk Hannover, wo das ja jetzt schon aktiv gemacht wird, die Leute kommen vorbei, bringen den alten mit, schmeißen 1 Euro in die Kiste und nehmen sich einen neuen wieder mit und haben dann einen aktuellen Freifunk-Router, der die nächsten paar Jahre noch laufen kann, wenn nicht irgendwas brutal an der Software geändert wird. Also ich finde hier, das zeigt nochmal so eine schöne Sache. Ne? Also ich meine, wir hatten vorher, wir haben hier so Plastikkisten, ne? So keiner weiß, was da drin ist. So. Und jetzt hat André das mal aufgemacht und man sieht, das ist einfach so eine Platine, das ist kein Hexenwerk. Ja. Und lernt ein bisschen auch darüber hin. Und das ist halt auch, was mir zum Beispiel Freifunker gesagt haben, so die können halt da auch in dieser Community halt was lernen. Ne? So, da ist dann jemand, der kann gut löten und vielleicht will ich meine Lötskills ausbauen und lerne dann halt auch, wie kann ich solche Sachen da rauslöten und vielleicht dann auch lernen, wie ich dann vielleicht mal ein anderes Gerät reparieren kann. Oder die sagen zum Beispiel, hey, ich habe da einfach Zugriff auf, was weiß ich, Servertechnik und sowas in dem Projekt, dass ich da Sachen ausprobieren kann, die ich zu Hause halt gar nicht habe. Ne? So, und ich kann dann halt lernen, wie ich einen Server warte oder wie ich ein großes Netzwerk aufbaue oder wir hatten ja hier einen Freifunker aus der an der Nähe der Nordsee, ja, der dann irgendwelche bis hin zu Funktürmen gebaut hat, ja, oder mit einer Erdrakete irgendwie Kabel verlegt hat, um einen Campingplatz mit Freifunk-Routern auszustatten, also und sich bei eBay irgendwie alte Laternen und Disco-Traversen gekauft hat, die er dann umgerüstet hat zu Freifunkantennen, ja. Und gibt es im Heft auch ein paar schöne Bilder von. Ja, genau. Ja, also das heißt, man kann halt da auch was lernen. Also man kann sich selber auch sozusagen ausprobieren und Skills lernen. Wie kann auch zu Technik. Ne? Und wir haben ja auch sehr viele technikaffine Leserinnen und Leser. Also man kann in so einer Freifunk-Community auch hingehen, Erfahrung austauschen, das, was man selber weiß, anderen beibringen und wieder von anderen. Und auch zu Sachen, die man gar nicht, also wann baut man denn mal eine also eine Richtfunkstrecke über mehrere Kilometer auf, ja, so, ja, was, ne? So das lohnt sich halt vom Wohnzimmer zum Esszimmer halt meistens nicht, aber da kann man sich dann halt ausprobieren, ne? Das ist schon ein zu viel. Genau, also ja, wir hatten also genau, im Heft sind ja schöne, ich würde auch sagen, genau, man kann im guckt Heft, genau, Heft guckt, guckt einfach mal ins Heft, ne? Eine Menge Bilder, ja, genau. Also Richtfunkstrecken zum Beispiel sind auf jeden Fall da auch ein spannendes Thema, genau, was Freifunk angeht. Ja, ist das Richtfunkstrecken. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber jetzt schon gesprochen haben, ich glaube noch nicht.
dass es ja Menschen gibt, die vom DSL-Ausbau, auch wenn er ja vom Bund gefördert wird, irgendwie noch abgeschnitten bleiben, weil sie irgendwie zwischen zwei Landkreisen sind oder weil es halt einfach trotzdem nicht wirtschaftlich ist. Und da können Freifunker ja auch ganz kräftig. Es gibt Menschen in Deutschland, die schlechtes Internet haben. Kannst du dir sowas vorstellen, Joey? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nein. Ach ja, stimmt ja. Ach ja, unser Videoproducer ist hier direkt betroffen. Ja, da gibt es wahnsinnig witzig. Wahnsinnig witzig. Ja, ich lache dann übermorgen, dann habe ich das Video zu Hause runtergeladen. Also, da können Freifunker auch oder helfen Freifunker meist auch ganz gerne. Und zwar, wenn man das jetzt hier mal in der Detailansicht sieht. Da, sehr gut. Das ist eine Richtfunkschüssel von Ubiquiti zum Beispiel. Ein Hersteller, der sowas seit Jahren tut. Und sowas setzen Freifunker natürlich auch gerne ein und helfen da in diesem Beispiel, wie du ja auch schon sagtest, Adrian, der im hohen Norden Funkausbau macht und da ja wirklich in Sannelamöns war es, also genau. Ziemlich am Arsch der Welt. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Der Aussage. Also es ist auf jeden Fall sehr abgelegen. Ja. Dort den Leuten zu einem schnellen Internetzugang verholfen hat. Ne? Also der hat halt in einem Dorfgemeinschaftshaus hat er sozusagen die Leute vom Dorfgemeinschaftshaus sind auf ihn zugekommen. Die haben dann zusammen ihre Kenntnis sozusagen eingebracht. Ne? Da war zum Beispiel auch ein Architekt, der dann geholfen hat, diesen Funkmast zu bauen, ja, und dann haben die sozusagen aus der Stadt Wittmund eine Richtfunkstrecke gemacht zu diesem Ort, zu dem Dorfgemeinschaftshaus, und dann haben sie sozusagen von dort aus nochmal drei Häuser jetzt mal beispielhaft angeschlossen, ne, so die jetzt 30 Mbit haben, ja, und jetzt tatsächlich auch mal so halbwegs normales Internet. Es gibt da zwar diese 4G oder LTE-Geschichten, aber da die alle in einer Funkzelle sind, ja, hilft das denen dann auch nicht weiter, weil der Durchsatz dann auch sich irgendwie wie in den 80ern anfühlt. Ja. Endlich BTX. Ja, sieht man hier nochmal, das ist ja das schöne Titelbild, was wir hier hatten. Das ist ein Teil dieser Installation, der hier zu sehen ist. Und ich glaube tatsächlich, die obere Schüssel war die in das Dorf ging. Ja. Also auf jeden Fall schon eine extrem spannende Sache. Und ohne Menschen wie Adrian hätten die Menschen dort, glaube ich, noch ein bisschen länger darauf gewartet, schneller ins Internet zu kommen. Okay. Das klingt alles sehr schön. Ich glaube, man sollte mal bei Freifunk mitmachen. Schön, dass ihr da wart. Das war ein sehr schönes Thema und ein sehr schönes Gespräch. Ich glaube, alle haben viel über Freifunk gelernt. Ja, vielen Dank. Kauft euch Freifunkrouter, stellt sie auf, besucht euren Freifunkverein und lokalen, falls es einen gibt. Und wenn es keinen gibt, gründet vielleicht einen. Genau, baut frei. CT. Tschüss.